Oft galt der mythische Stier, der ganze Städte zermalmen konnte. Die Babylonier sind die Erfinder der Sternzeichen, wie wir sie noch heute kennen. Sie unterteilten das Himmelsfirmament in 12 Tierkreiszeichen und dokumentierten den Lauf der Sterne. Vielleicht beherrschten sie sogar die Technik optischer Vergrößerung, den Bau von Fernrohren, wie dieses Fundstück eine geschliffene Quarzlinse nahelegt. Sicher ist, dass die Babylonier große mathematische Kenntnisse entwickelten. Geometrietafeln beweisen, dass schon in der Welt Nebukadnezars der Satz des Pythagoras bekannt war. Die Astronomen Babylons haben das Wissen der alten Welt reich vermehrt, schrieb Koldewey begeistert. Und dass das Dach der Hochtempel einen idealen Standplatz für sie bot, ist leicht einzusehen, meinte er. Zu beweisen ist das bis heute nicht. Vieles ist Spekulation. Der Mythos Babylon lebt von vielen Geheimnissen, die der Wüstensand überweht hat. Und von einer grandiosen Bauleistung, die Koldewey wiederentdeckte. Das blaue Stadttor von Babylon, das der Göttin Ishtar geweiht war. In seinen Telegrammen nach Berlin schwärmt Koldewey von der eigenartigen Schönheit der Ziegel. Im fernen Deutschland ist man von so viel orientalischer Exotik begeistert. Kistenweise werden die blauen Ziegelbrocken nach Berlin transportiert, gewaschen und sortiert. Der Wiederaufbau des Ishtar-Tors auf der Museumsinsel in Berlin beginnt. Babylon in Berlin. Das große Stadttor Nebukadnezars. Nach 2,5 Jahrtausenden hat es eine Reise von 5000 Kilometern gemacht. Und mit ihm die Tierdarstellungen, die so typisch sind für den besonderen Stil babylonischer Kunst. Tiere, die die Babylonier als Begleiter der Götter verehrten und deren Bilder an den Wänden der Prozessionsstraße einst jeden Besucher in das Zentrum der Stadt geleiteten. Und wie überwältigend muss das frische Blau der Ziegel auf jeden gewirkt haben, der aus der Hitze der Wüste in die Stadt der Wunder eintrat. Blaue Ziegelglasur. Wie war es vor 2,5 Jahrtausenden möglich, eine so außergewöhnliche Technik zu entwickeln? Der Chemiker Stefan Fitz hat Ziegelbröckchen aus Babylon spektralanalytisch untersucht und kennt das Geheimnis. Gemeinsam mit dem Keramikspezialisten Andreas Fritsche kann er das komplizierte technische Verfahren demonstrieren. Wichtig vor allem eine peinlich genaue Rezeptur, wenn in einem ersten Schritt Sand und Soda aus Pflanzenasche zur sogenannten Fritte, dem Glasurgrundstoff, verschmolzen werden. Heute im computergesteuerten Ofen. Wie allerdings die Babylonier exakt 950 Grad kontrollieren konnten, bleibt ihr Geheimnis. Das ist Fritte, ein Rohglas, das im weiteren Verfahren zu so staubfeinem Pulver zermahlen werden muss. Eine äußerst geringe Menge Kobalt und Kupferoxid wird beigegeben. Die Mischung dieser Chemikalien erzeugt das leuchtende Blau. Wie aber konnten die alten Babylonier die Metalloxide so gleichmäßig dosieren? Ein ungelöstes Rätsel. Uns steht eine milligrammgenaue Apothekerwaage zur Verfügung. Destilliertes Wasser macht aus der Pulvermischung zuletzt einen cremigen Brei, die fertige Glasur. Mit 20.000 solcher glasierten Ziegel war das Ishtar-Tor verkleidet. Mit einem Gewand aus leuchtendem Blau, dem Abbild des Himmels. Denn die Straße vor und hinter dem Ishtar-Tor war der Weg der Götter, die Prozessionsstraße, auf der das große Neujahrsfest gefeiert wurde. Für Gott Marduk und Nabu befestigte ich das Innere der Straße und darüber legte ich
eine mächtige Anfüllung aus glänzendem Staub. Möget ihr Götter fröhlich wandeln auf diesem Weg. So ließ Nebukadnezar auf seine Ziegel tausendfach drucken. Turm zu Babel, Ishtar-Tor und Prozessionsstraße, sie sind Werke der Gottesverehrung. Steingewordene Gebete. Und jede Grundsteinlegung ist magisches Ritual. Alle Mittel des Lebens, die Lebensmittel, Öl, Milch, Bier, Datteln, haben kultische Bedeutung, wenn König und Priester den Boden bereiten für ein Bauwerk im Angesicht der Götter. Die alten Tontafeln erzählen von diesem magischen Ritual, nennen alle Einzelheiten. Sahne, Honig und Bier werden über den ersten Fundamentziegel gegossen. Reiche Gaben der Götter. Lehmgebrannte Statuetten, Götterboten, werden auf diese heilige Basis gestellt. In der Hand hält jede von ihnen einen metallischen Stab, das göttliche Machtsymbol. Einem Opferschaf wird der Mund mit duftendem Wacholder gewaschen. Mögen die Götter das Geschenk wohlwollend entgegennehmen. Weißes gereinigtes Mehl, die heilige Frucht des Bodens, sie wird über den Götterboten ausgeschüttet. Wachstum und reiches Gedeihen werden auf das zukünftige Bauwerk übertragen. Dann werden die magischen Figuren in der Erde vergraben, in der Erde, die später das neue Bauwerk tragen wird. Mögen die Gebäude längst zerfallen sein, die magischen Gründungsfiguren überdauerten im Boden bis heute. Auch Herodot berichtet von Ritualen und Kulten. Aber verstanden hat er, der antike griechische Tourist, sie wohl nicht mehr. Die magische Kultur Babylons, sie war zu seiner Zeit schon längst im Niedergang begriffen. Was blieb, das war das Staunen über die sichtbaren Bauleistungen, wie die Stadtbauer. Herodot erlag dieser Faszination vollständig. Denn seine Maßangaben sind völlig übertrieben, so glauben die Wissenschaftler heute. Die archäologische Forschung geht neue Wege. Was hier entsteht, das ist das siebte Weltwunder. Die babylonische Mauer, allerdings im Maßstab 1 zu 100. Laserstrahlen ermöglichen die tausendfache Ausstanzung von Zinnen, aber auch die feine Oberflächenprofilierung der verfugten Ziegelmauer. Noch nie zuvor ist Babylon mit Hilfe so moderner Technik wieder auferstanden. Was unsere Spezialisten hier leisten, ist aber mehr als Spielerei. Es ist experimentelle Archäologie. Denn im Modell werden die falschen Angaben Herodots sofort auffällig. Die Zahl der Zinnen zum Beispiel passt nicht mit der angegebenen Länge einer Mauer überein, wenn die überlieferten Maße in die Modellwirklichkeit übertragen werden. Keine utopischen 96 Kilometer, wie Herodot angibt, umfasste die Stadtmauer, sondern wohl nur 19. Und die gewöhnlichen Häuser waren lediglich ein- bis zweistöckig. Genau wie heute in amerikanischen Großstädten durchschnitten die Straßen ziemlich geradlinig das Häusermeer. Eine moderne Stadt vom Reißbrett, mit einem gewichtigen Unterschied, wie Professor Pfrommer und Modellbauer Bernd Kammermeier meinen. Babylon war eine riesige Festung. Die kleinen Häuser waren vollständig abgeschirmt von einer gewaltigen Doppelmauer. Mit der Waffentechnik der Zeit wäre diese Stadt nicht einnehmbar gewesen.
Sicherheit und harmonische Schönheit. Die Spezialkamera kann uns ein Bild machen vom überwältigenden Eindruck, der das Lebensgefühl der antiken Großstadtmenschen geprägt haben muss. Nichts auf der Welt war vor 2500 Jahren mit diesem Bild vergleichbar. Damals war Rom noch ein Lehmdorf. Konstantinopel existierte nicht. Und es sollten noch mehr als 2000 Jahre vergehen, bis in New York das erste Haus gebaut wurde. Was ich tat, tat niemand vor mir. So hat Nebukadnezar seinen Ruhm verewigt. Herodot besuchte eine bereits verfallende Stadt. Er betrat fasziniert die große Prozessionsstraße, die mit Asphalt und Steinplatten befestigt war. Wie aber die Menschen hier lebten, wie sie ihre Kulte feierten, darüber konnte auch er nur spekulieren. Man muss sich ein Fest so vorstellen, dass im Mittelpunkt die sehr eindrucksvollen Götterbilder standen. Groß, feierlich ausgeschmückt, farbig. Der König war dabei, die wichtigen Priester, es wurde gesungen, es wurden Feuer abgebrannt. Und diese Art von Religiosität ist auf ähnliche Weise in Indien noch zu finden. Wir haben ja keinen Zugang mehr zu den Religionen des alten Orients. Wir können den Festen ja nicht teilnehmen, aber wenn wir die Atmosphäre spüren wollen, wie ungefähr ein Babylonier seine Religion erlebte, wie er sie auf den Festen unmittelbar zu spüren bekam, dann finden wir in Indien sehr viele Parallelen, die uns zumindest einen atmosphärischen Zugang ermöglichen. So könnte sie ausgesehen haben. Die große Prozessionsstraße von Babylon am Neujahrstag. Das religiöse Fest, das die Menschen in Puri, Ostindien, feiern, hat auffällige Ähnlichkeit. Genau wie in Babylon, so werden auch in Puri die Götter aus dem Tempel geholt, feierlich bekleidet und auf heilige Wagen verladen. Eine uralte religiöse Tradition, die vielleicht von Babylon nach Indien wanderte oder andersherum. Niemand weiß es. Der König von Puri, wie eine Wiedererscheinung Nebukadnezars. Ein prachtvoller, feierlicher Einzug. Auch der König muss bei diesem Fest sklavisch den magischen Regeln folgen, den Regeln der Götter. Wie einst Nebukadnezar, so muss auch er den Götterwagen rituell reinigen. In diesem Ritus wird sein Königtum legitimiert. Der Bund zwischen ihm, Gott und Volk neu geschlossen. Die ganze Bevölkerung ist eingebunden in dieses ekstatische Ritual. Und gemeinsam ziehen alle schließlich an dicken Tauen das Göttergefährt durch ihre Stadt. Religion ist hier nichts Abstraktes, sondern körperlich spürbar. In der Anstrengung. In der Ekstase, im Jubel. Die Hauptstraße von Puri. Sie ist wie eine Erinnerung an Babylon. Wie der Schein einer Welt, die untergegangen ist und von der uns heute nur noch ein menschenleeres Modell geblieben ist. Auch der Mann, der Babylon dem Vergessen entriss, Robert Koldewey, hatte 18 Jahre lang doch nichts anderes als Ziegelschutt in Händen gehalten. Die lebendige Welt des alten Orients blieb auch für ihn Fantasie. Babylon. Ein Ruinenfeld unter Palmen. Nur Staub an den Schuhen. Niemand soll mehr drinnen hausen, für und für. So hatte der Prophet Jesaja geweissagt.